Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu Mars Rising, einem hübschen kleinen Tower Defense Spiel von Door44, welche nett genug waren, mir einen Preview-Code zu geben, um euch das Ganze zeigen zu können. Das Spiel kommt am 26. September in Early Access und hat ab dann ungefähr 13 von den 20 geplanten Missionen schon im Spiel, also doch eine ganze Menge. Das Ganze ist, soweit ich bisher beurteilen kann, ziemlich gute Qualität. Und doch vom Schwierigkeitsgrad her nicht zu unterschätzen. Also sprich, im Gegensatz zu anderen Tower Defense Spielen hat man auch schon ab der ersten Mission ein bisschen was zu tun. Und das finde ich super. Aber ich würde sagen, genug geredet. Ich habe hier schon ein bisschen getestet und würde sagen, wir gehen ins Spiel. Ich bin Isildur und starte jetzt einfach mal das Spiel. Übrigens sehr schön kurze Ladezeiten. Bitte warten Sie. Sicherheitsverifizierung läuft. Zugriff bewilligt. Willkommen, Commander. Sie erhalten in Kürze vertrauliche Informationen zu Ihrer Mission. Das Kolonisationsteam der ISS Aurora leistet bedeutende Arbeit, die erste menschliche Siedlung auf dem Planeten Mars zu errichten. Diese repräsentiert einen Höhepunkt menschlicher Pionierarbeit und ihr Erfolg oder Misserfolg wird weltweit drastische Auswirkungen haben. Inmitten der Vorbereitung sind die Erkundungsrover auf nicht identifizierte Gefahr gestoßen. Alle Maßnahmen der Erstbesiedlung wurden vorerst aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Ein Spezialistenteam wurde beauftragt, die betroffenen Areale zu lokalisieren. In Folge wurden mehrere architektonische Strukturen entdeckt. Materialproben geben Hinweis auf einen irdischen Ursprung. Spezifische Analysen datieren das Baumaterial auf das Jahr 1960 und deuten auf einen nicht erklärbaren sowjetischen Baustil hin. In den Gefahrenzonen wurden zudem unidentifizierte Objekte ausfindig gemacht. Offenbar technische Gebilde, die bedeutsame Informationen beinhalten könnten. Zwecks deren Analyse ist Dr. Sasha ihrem Team zugeordnet. Auf Basis der gesammelten Daten haben wir einen Missionsplan erstellt, der sich auf 20 Standorte konzentriert. Ihr primäres Ziel ist das Ausschalten aller Bedrohungen an diesen Standorten. Sekundär gilt es, den Ursprung aufzuklären, um in Zukunft absolute Sicherheit gewährleisten zu können. Bei ihrer Ankunft auf der ISSA erwartet sie ihr Team bereits an Bord der Revelation. Edgar Tobin, ihr Captain, wird sie bei der Navigation unterstützen. Im Namen der ISSA wünschen wir Ihnen und Ihrem Team eine erfolgreiche Mission, Commander. Wir zählen auf Sie. Danke. So, hier ist die Missionskarte. Ich finde es übrigens super, wie die hin und her wackelt, je nachdem, wie man die Maus bewegt. An der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis an euch. Das Ganze ist eine Preview-Version, sprich bis zum Release im Early Access und dann auch bis zum Release vom gesamten Spiel selber können sich noch Inhalte, Grafiken, was auch immer alles noch ändern. Ich denke nicht, dass sich da großartig noch was ändern wird, aber wie gesagt, behaltet es im Kopf, es kann passieren. Und jetzt auf in die erste Mission. So, Mission 1, Grenzgebiet. Wir haben drei Aufgaben, wir müssen die nicht alle erfüllen, aber es wäre sehr hilfreich. Einmal sollen wir unser kleines Raumschiff 100% intakt halten, wir sollten keine Crew oder Bauten verlieren und wir sollen den Monolithen da analysieren. Hier gibt es auch Perks in dem Spiel, bis zu 20 kann man sich freischalten, beziehungsweise 19, kein Perk ist eins davon. Und die geben dann verschiedene Bonis wie weniger Reparaturkosten, man bekommt die gesamten Ressourcen für sein Gebäude wieder, schnellere Forschungszeit und so weiter und so fort. Und ja, ab in die erste Mission. Commander, in 5 Minuten erreichen wir unbekanntes Gebiet. Sicherheitshalber werde ich noch vor der Grenze aufsetzen. Wir wissen nicht, was für Gegner da draußen auf uns lauern und mit wie vielen wir rechnen müssen. In jeder anderen Situation wäre Vorsicht geboten, aber jetzt muss es schnell gehen. Wenn diese Kreaturen einen kleinen Rover finden können, wird es nicht lange dauern, bis sie auch uns haben. Klingt einleuchtend. So,
Auf der Karte wird es 4 Gegnerwellen geben, ein Ressourcenfeld, das ist dieses da. Wir starten mit 580 Baumaterialien, können 3 Energy Hubs bauen, das zeige ich euch gleich. Und starten mit 5 Crewmitgliedern, zeige ich euch auch gleich. Gegner kommen von hier oben und von da unten. Na dann, fortsetzen. Da ist unser Für kleines die Ruhe, Raumschiff. Val. Sie sprechen mit Ihrem Schiff, Captain? Es gibt schlechtere Gesprächspartner. Willkommen im Navigationssystem, Commander. Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um zu navigieren. Untertitel gibt es übrigens leider keine. Und ich finde die Stimme sehr, sehr angenehm. Also alle Stimmen in dem Spiel. Nicht nur jetzt vom Tutorial oder so, sondern wirklich alle, die ich bisher so gehört habe. Tipptopp. So, also wir können uns mit der Maus hin und her bewegen. Scrollen Sie das Mausrad, um zu zoomen. Können wir aber auch mit WASD, nur um es euch kurz zu zeigen. Mit Maus können wir rein und rauszoomen. Halten Sie die mittlere Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um zu rotieren. Und natürlich mit dem Mausrad können wir auch uns hin und Drücken her Sie drehen. V, um die Ansicht zurückzusetzen. Mit V kriegen wir die Ansicht wieder normal. Neue Aufgabe. Platzieren Sie 3 Energiehubs. Commander, wir verfügen momentan über 3 Energiehubs in unserem Lander. Platzieren Sie diese, um ein Stromnetz zu erzeugen, an das wir unsere Gebäude anschließen können. Jeder Hub kann bis zu 4 Gebäude innerhalb seines Radius mit Strom versorgen. Die Ingenieure waren klug genug, ein unterirdisches Design zu wählen, damit die Hubs nicht angegriffen und beschädigt werden können. Wird gebaut. Achten Sie stets darauf, die Hubs an strategisch sinnvollen Stellen zu positionieren. Bau abgeschlossen. Neue Aufgabe. Bauen Sie einen Extraktor. Sie sollten als nächstes einen Extraktor auf das Kristallfeld bauen, um unser Baumaterial zu sichern. Wählen Sie dazu einen Energy Hub aus und selektieren Sie den Extraktor. Das Kristallfeld muss innerhalb des Stromnetzes eines Hubs liegen, um den Extraktor platzieren und mit Energie versorgen zu können. Jawohl, machen wir gleich. Als allererstes noch kurz für euch zum Zeigen. Eins von den Energiehubs hat jeweils 4 Energieversorgungen. Also sprich, ich kann 4 Gebäude mit Energie versorgen. Und wenn ich einen Extraktor hier in Auftrag gebe bei dem und hier unten baue, zählt das hier unten mit dazu, nicht hier oben. Bauen Sie ein Also es Geschütz. kommt wirklich darauf an, wo ihr die Bauen Sie baut. nun unseren ersten Verteidigungsturm. Wählen Sie einen Energiehub aus und selektieren Sie ein Geschütz. Wird gebaut. Jawohl. Neue Aufgabe. Besetzen Sie Ihre Gebäude. Bau abgeschlossen. Gleich. Jedes Gebäude außer den Energy Hubs muss von einem Crewmitglied besetzt werden. Selektieren Sie das Crew-Tool im Lander oder nutzen Sie den Shortcut C, um das Crew-Tool zu aktivieren. Anschließend klicken Sie auf das Geschütz und den Extraktor, um Ihre Crew zu diesen Gebäuden zu schicken. Mit Rechtsklick beenden Sie das Crew-Tool wieder. So, eigentlich wollte ich euch gerade noch was zeigen, aber das können wir gerade noch nicht drauf zugreifen. Daher schicken wir jetzt einfach die Crew dahin. Und auch in den Kristallextraktor natürlich. Wir brauchen ja Ressourcen. So, jetzt bekommen wir unser HUD Unser hier oben. Radar hat nördlich und südlich kleinere Rudel von Ausläufern erfasst. Wir müssen uns mit dem Aufbau der Basis beeilen, damit sie uns nicht überrennen. Viel wichtiger ist, dass wir diesen Monolithen analysieren. Von Achten Sie mir auf aus. Pausen zwischen den Angriffen. Wir können die Gelegenheit nutzen, um jemanden von der Crew zum Monolithen zu schicken. Jawohl, können wir tatsächlich. So, bauen wir den zweiten Turm da oben. Schicken natürlich auch direkt einen da hoch. Abgeschlossen. Und was das ganze Spiel noch nicht zeigt, man kann seine Crewmitglieder auch so ins freie Feld schicken. Die haben jeweils eine Waffe und können damit auch schießen. Sprich, die agieren selber auch wie ein Turm. So, schauen wir mal, kann ich euch das jetzt hier zeigen? Die Gegner haben genauso wie unsere Türme, was ich euch eigentlich auch zeigen wollte, Schaden pro Sekunde, einen Radius, ein gewisses Tempo und auch eine Gesundheit. Die da zum Beispiel haben 30 Gesundheit, die halten relativ viel aus. Und unsere Türme haben das Ganze auch, aber ich kann es euch leider nicht zeigen. Wahrscheinlich kann ich es euch hier zeigen. So, genau, da haben wir es. Geschütz. Eliminiert nahe Gegner durch schnelle, präzise Kugeln. 6 Schaden pro Sekunde, 6 Radius und 90 HP. Wird Bauen wir gebaut. direkt da. Wir haben den Monolithen. Jetzt kann ich mit meiner Analyse beginnen. So, du darfst jetzt in den Turm rein. Und du von da hinten darfst hier runterkommen zum Helfen. Nähert sich. Sehr schön. Wie man es auch schon von dem Tower Defense Spiel gewohnt ist, sobald die drei da weg sind, kann ich euch das zeigen.
Sehr schön. So, so wie man es auch von jedem Tower Defense Spiel gewohnt ist, sobald hier dann das Ganze blinkt, kann man da draufklicken und die Gegner früher rauslassen und bekommt dementsprechend dann einen kleinen Bonus auf die Ressourcen. Vorweg. Sprich, wenn es euch noch ein bisschen was fehlt, um irgendwas schnell fertig zu bauen, könnt ihr das dann so tun. So, du darfst in den Turm. Jetzt zeige ich euch das. Seht ihr? Direkt 77 Ressourcen dazu bekommen. Alles kein Problem. Dasselbe können wir hier oben nicht machen. Der kleine Haken hat bedeutet, dass das Ganze fertig ist. Sprich, von da oben kommen keine Gegner mehr. Und wir können dementsprechend hier die Kanonen verkaufen. Und die Leute freigeben, um hier unten zu helfen. Wurde deaktiviert. Aus dieser Richtung erwartet uns also nichts mehr. Sie sollten unsere Gebäude im Norden verkaufen, sobald sie soweit sind. Wir können Crew und Baustoffe gut gebrauchen, um die Südfront zu stärken. Danke, habe ich gerade schon. Aber wie ihr seht, können die jetzt auch dabei helfen, hier zu verteidigen. So, und das war die Mission. Wenn man nicht weiß, wie viel da kommt und nur einen Turm baut. Okay, wir haben Fuß gefasst. Der Weg vor uns ist noch lang, aber den ersten Schritt haben wir hinter uns. Mein Herz hört gar nicht mehr auf zu rasen. Es ist eine Sache, die Berichte zu lesen, aber sie so hautnah zu sehen, was zum Teufel ist nur mit diesen Leuten passiert? Wenn wir uns an die Arbeit machen, könnten wir das sogar herausfinden. Ich sag nur Space Zombies. Ja, aber wenn man, wie gesagt, nur einen Turm baut, weil man die Mission noch nicht kennt, und ich kenne jetzt die erste schon, dann kann man hier tatsächlich auch nicht alle Punkte bekommen und dementsprechend auch nicht das Perk freischalten. Also Schwierigkeitsgrad in dem Spiel ist nicht schlecht. Und das gefällt mir. Aber auf zur nächsten Mission. Ich denke, ich werde euch die Mission hier noch zeigen. Und dann war es das mit dem ersten Part. Wie gesagt, das Spiel hat ja bei Release nur so 13 Missionen. Also sprich, ich möchte euch nicht zu viel vorher wegnehmen. Ich möchte euch das Spiel nur zeigen. Werde dann wahrscheinlich noch eine zweite Episode machen, um euch ein bisschen weiter vorn was zu zeigen. So Forschung und so weiter. Und ein, zwei von den Perks, die man freischalten kann. Und das war's dann. Also das ist nur eine kleine Miniserie sozusagen. Nur vorweg. So, hier wieder genau dieselben Ziele. Wir können das Perk mitnehmen für weniger Reparaturkosten, warum nicht? Und die Gegner kommen diesmal von links und rechts. Wir kommen gleich im zweiten Gebiet an. Ich werde in der Nähe dieser Krater landen, um sie in zwei verschiedene Gruppen zu spalten. Mit den Upgrades, die unsere Ingenieure gerade fertiggestellt haben, sollten wir sie unter Kontrolle bekommen. Ich sag euch jetzt schon, die Mission ist nicht so einfach. Und die dritte wird dann noch schwieriger. Das ist übrigens alles, was ich bisher gespielt habe. Aber egal, wir haben diesmal 6 Gegnerwellen, wieder nur ein Ressourcenfeld, starten mit 750 Baumaterialien, können nur 2 Energy Hubs bauen, einen für links und rechts, und haben 5 Crewmitglieder. Auf ins Spiel. So. Anfangen wie gewohnt. Energiehubs bauen. Wird gebaut. Ich werde mehrere dieser Monolithen untersuchen müssen, um aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen zu können. Wenn wir Antworten haben wollen, müssen wir uns die Zeit nehmen, sie einzusammeln. Noch lange kein Grund, Risiken einzugehen, oder? Befinden wir uns auf derselben Mission? So, unsere Leute da rein schicken natürlich ganz normal einen zu dem Monolithen, einen da drüben hin und den letzten freien noch neben den Turm, um zu helfen. Jetzt können wir upgraden, sprich wir upgraden unseren Extraktor als allererstes, damit er uns mehr Ressourcen bringt. Und es werden einfach nicht weniger. Commander, wir müssen größere Geschütze auffahren. Wenn wir den Extraktor ausbauen, können wir mehr Ressourcen abbauen, um unsere Waffen zu verstärken. Neue Aufgabe. Yep. Welches wir auch gerade tun. So, T2-Turm schon wesentlich besser. Als nächstes kommen Gegner von hier drüben.
Die könnten wir eigentlich auch jetzt schon anfordern und schnell das Ding upgraden. Die Bonusressourcen sind natürlich sehr praktisch. Bau abgeschlossen. Und ich hätte gerne den auf T3. Sehr schön. Wir haben nicht genug Baustoffe, um unsere Verteidigung schnell genug aufzubauen. Sie sollten unsere Crew aufs Feld schicken. Schließlich sind alle mit Waffen ausgestattet und können uns zumindest vor kleineren Angriffen schützen. Dich da möchte ich bitte dahin haben. Und jetzt bauen wir hier gleich noch natürlich noch einen zweiten Turm hin. Beziehungsweise upgraden den hier erstmal. Gegner wird ausgebaut. So. Gegner nähert sich. Bau abgeschlossen. Ich kann euch schon sagen, das Ganze wird hier ein bisschen hart. Vielleicht müssen wir die Mission sogar zweimal machen, um den Bonus zu bekommen. Wird mich nicht wundern. Aber schauen wir mal. Noch ist es ja einfach. Gleich kann ich euch das übrigens nochmal zeigen, wenn ich einen neuen Turm baue. Die starten ja nur mit einer kleinen Kanone, dann haben sie zwei und jetzt hat das Ding sogar drei. Also das ist echt... Das ist befriedigend mit anzuschauen, finde ich. Das ist immer eins der wichtigsten Sachen bei so einem Tower-Defense-Spiel. Es soll... Also es muss nicht unbedingt gut aussehen, aber es muss befriedigend sein. Bau abgeschlossen. Auf dem Weg. Verstanden. Ich glaube dich da doch hin. Sehen Sie die dort? In den Raumanzügen? Wovor auch immer Sie sich schützen wollen. So. Upgraden, das bringt so nichts, wie es ist. Bau abgeschlossen. Verstanden. Den da bitte abfangen. Ja, und da ist er. Und er kommt noch zum Angreifen. Und dementsprechend sind es nur 99% Gesundheit und Pech gehabt. Dementsprechend lasst uns doch einfach neu starten und das Ganze gut machen. Ja. Wenn ich mal gut beim Spielen wäre, ne? Aber egal. Ich finde das immer reizvoll, wenn man so eine Bonis noch mitnehmen kann bei solchen Spielen. Dahin. Da diesmal gleich hin. Abgeschlossen. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Bau abgeschlossen. Verstanden. Bau abgeschlossen. Verstanden. So. Ja, Sir. Auf ein neues. Wird ausgebaut. Bau abgeschlossen. Diesmal machen wir es gleich so und upgraden den zweimal. Einfach nicht weniger. Commander, wir müssen größere Geschütze auffahren. Wenn wir den Extraktor ausbauen, können wir mehr Ressourcen abbauen, um unsere Waffen zu verstärken. Neue Aufgabe. Bauen Sie ein Geschütz aus. So. Verstanden? Gegner näher. Jetzt holen wir uns die Bonusressourcen von da drüben. Perfekt. Bau abgeschlossen. Du darfst dahin gehen. Aber jetzt geht das Ganze schon wesentlich einfacher. Also sprich, so eine Welle sich vorher anholen zu können, ist echt... Die Bonusressourcen sind wahnsinnig hilfreich. Bau abgeschlossen. So, die können wir uns auch schon holen. Baustoffe, um unsere Verteidigung schnell genug aufzubauen. Sie sollten unsere Crew aufs Feld schicken. Schließlich sind alle mit Waffen ausgestattet und können uns zumindest vor kleineren Angriffen schützen. Ja, Sir. So, wenn ich es richtig gemacht habe, sollten jetzt hier die wichtigsten zuerst kommen. Wobei, eigentlich kannst du auch da drüben bleiben. Dich brauchen wir hier nicht. Wir bauen hier einfach den zweiten Turm und dann passt das Ganze. Wird gebaut. Bau abgeschlossen.
So. Den upgraden wir aber nur einmal. Die restlichen Ressourcen werden wir hier drüben brauchen. Bau abgeschlossen. Eventuell müssen wir den aus dem Extraktor rausschicken, um hier drüben ein bisschen mit auszuhelfen. Sehen Sie die dort? Aber eigentlich sollte es okay sein. Wovor auch immer Sie sich schützen wollten, offensichtlich ist es Ihnen nicht gelungen. Ja, ganz einfach. So, jetzt können wir hier drüben direkt alles verkaufen. Und können dafür hier drüben einen zweiten Turm bauen. Und hier hinten noch einen für den Notfall. Du kannst da reingehen, du kannst da reingehen. Und jetzt sollte das Ganze hier drüben auch ganz okay laufen. Wenn einer da vorbeiläuft oder zwei, werden die einfach von dem hinteren Turm weggeschossen. Sprich, alles wunderbar. So, und damit haben wir die Mission jetzt auch geschafft. Lief doch schon wesentlich besser als vorher. Das hier sollte erledigt sein. Und doch. Monatelang haben wir uns darauf vorbereitet. Aber ich kann immer noch nicht glauben, was wir da gerade sehen. Etwas Schreckliches ist hier passiert. Und ich weiß nicht recht, ob wir weiter nachforschen oder einfach nur abhauen sollten. Ach, du kannst doch vor Space Zombies nicht einfach abhauen. Das ist doch viel zu interessant. Hurra! Und da ist die Kostenrückerstattung. Die können wir dann für Mission 3 nehmen. Wobei, wie gesagt, ich denke nicht, dass ich euch jetzt Mission 3 zeige. Ich weiß nicht, ob ich es euch beim nächsten Mal zeige. Wahrscheinlich auch nicht. Wobei, ich kann ja immer weiterspielen und dann ein, zwei Missionen rausziehen, die ich euch zeigen möchte. Aber ich denke, ich werde ein Stück weiter vorspielen und euch dann so im Spiel selber die Möglichkeiten zeigen und weniger von der Story vielleicht. Da das Ganze ja doch eher Story betrieben ist und dementsprechend nicht alles gespoilert werden sollte. Aber ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich finde das Spiel bisher super interessant und doch ein bisschen fordernd, was immer sehr abwechslungsreich ist bei Tower Defense Spielen und dementsprechend auch sehr willkommen. Und wenn euch das Ganze interessiert, das Ganze heißt Mars Rising, wird am 26. September released. Und ihr findet natürlich einen Link dafür unten in der Beschreibung unter dem Video. Aber liebe Leute, bis dahin. Tschüss.